50 Megabit pro Sekunde bis 2018. Und zwar für alle. So lautet das Ziel der Bundesregierung zum Breitbandausbau. Jens-Peter Burkhardt aus Gatow an der Elbe würde sich schon heute über ein paar Mbit mehr freuen. Denn der Journalist wohnt buchstäblich im Wald, jenseits von VDSL und Glasfasernetz. Als Spezialist für grüne Themen berichtet er aus Forst und Landwirtschaft, über Jagd und Jäger und über Umwelt und Natur. Und hat ein Problem. Seine Texte, Bilder oder Filme den Auftraggebern zukommen zu lassen. Also unsere Up- und Downloadraten sind mittelschwer katastrophal, ehrlicherweise. Wenn wirklich große Datenmengen anliegen, dann ist häufig der Weg, dass nach Feierabend die Daten hochgeschickt werden. Und dann gibt es nur einen wichtigen Punkt, also wenn denn, was weiß ich, mehrere hundert MB hoch sind, bitte nicht abbrechen. Das muss dann auch bitte durchlaufen, weil sonst fangen wir wieder von vorne an. An dieser Situation wird sich wohl auch so schnell nichts ändern. Denn der Breitbandausbau ist teuer. Und bei einer Bevölkerungsdichte von 49 Einwohnern je Quadratkilometer lohnt sich der finanzielle Aufwand für Unternehmen einfach nicht. Aber dieses Problem betrifft nicht nur den Waldjournalisten, sondern die ganze Region. Ob Grafiker oder Architekturbüros, sie alle sind auf ein stabiles und schnelles Internet angewiesen. Und auch das Tourismuspotenzial der Gegend liegt ohne Netz brach. Da muss man auch gerade auf dem touristischen Sektor sehen, dass viele Leute hierher kommen, dann aber bitte auch Internet wünschen. Hier läuft durch den Landkreis der Elbe-Radweg, ist unlängst zum beliebtesten Radweg Deutschlands gewählt worden. Wenn ich da unterwegs bin, dann möchte ich über mein Smartphone mich über das Hotel informieren, wo bekomme ich jetzt Essen, wo ist irgendwas. Wenn das nicht funktioniert, bleiben Leute weg. Revierförster Markus Böller aus dem hessischen Mücke hat seinen Wald vernetzt. Er versteckt GPS-Sensoren in Holzstapeln. Aber nicht etwa, um Geocaching-Events für Touristen zu veranstalten. Vielmehr soll sein sogenannter Forst-Tracker Holzdiebstahl verhindern. Denn sobald sich ein Holzstapel und damit der Sensor bewegt, schlägt das System per E-Mail und SMS Alarm. Ein paar Mal hat das System schon angeschlagen. Über das Handy wurde ich von der Bewegung des Trackers alarmiert. Habe mich davon überzeugt, dass dieses Holz wirklich verschwunden ist. Habe am Bildschirm nachverfolgt, wohin, habe die Polizei benachrichtigt. Und kurze Zeit später, 2 Stunden etwa, hatten wir sowohl die Abladestelle und damit auch den Empfänger des Holzes, darüber den Lieferanten des Holzes und damit auch den Dieb festgenagelt. Ein echter Fortschritt. Denn früher musste Böller Dieben im Unterholz auflauern. Bei einer Reviergröße von knapp 1600 Hektar nur wenig erfolgversprechend. Seit er aber den Forst-Tracker einsetzt, ist der Schaden durch Holzdiebstahl im gesamten Hessenforst gesunken. Und in Böllers eigenem Revier wird inzwischen gar kein Holz mehr geklaut. Diese Rechnung leuchtet sogar einem Naturfreak wie dem Waldphilosophen François Bau ein. Auch wenn der am liebsten überhaupt keine Technik im Wald haben möchte. Es ist unromantisch, es ist nicht schön, aber es ist wirtschaftlich. Ich kann mir wünschen, dass hier im Wald wieder Pferde rumlaufen, die die Stämme rausschleppen, weil das auch für den Boden wesentlich besser ist. Aber es ist jetzt so. Ja? Etwas anderes ist es natürlich, wenn man als Erholungssuchender den Wald betritt. Dann soll man viel mehr die Gelegenheit nutzen, sich mal bewusst vom Smartphone zu lösen, so der Waldphilosoph. Schließlich gibt es im Wald für den Aufmerksamen auch ohne Internet eine Menge zu erleben. Man kann Tiere sehen, die man vielleicht noch nie im Leben gesehen hat. Man kann Pflanzen riechen oder Pilze riechen. Jeder Pilz hat einen eigenen Geruch oder ein Geruchsspektrum, das manchmal so interessant ist, dass viele Menschen begeistert sind, weil sie gar nicht wissen, dass sie sowas tun könnten. Bau hat sicher recht. Für Naturerlebnisse braucht niemand Internet im Wald. Und vielleicht lenkt es sogar ab, beim Betrachten eines gemeinen Kartoffelbovisten oder beim Beschnuppern einer Stinkmorchel. Aber Menschen, die sich wie Burkhardt für das Leben in der Natur entschieden haben, dürfen vom digitalen Fortschritt nicht ausgeschlossen werden. Und sollte es wirklich eines Tages LTE und WLAN im Wald geben, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er es hier auch benutzen möchte.